Marco Angelini lässt nicht viel aus. Nach Deutschland sucht dem Superstar und dem Dschungelcamp schwingt er aktuell bei den Dancing Stars das Tanzbein. Was für ihn im direkten Vergleich die größere Herausforderung darstellt? Anstrengender würde ich sagen, ist momentan das Tanzen. Also im Dschungelcamp, das ist schon natürlich sehr hart körperlich, aber da jetzt beim Tanzen, ich kann überhaupt nicht tanzen. Ich wäre wirklich zwar absolut linke Füße eigentlich. Beruflich ist er richtig eingespannt. Tanzproben hier, ein Auftritt in der Lugner City da. Da bleibt nicht viel Zeit, sich auch noch eine Freundin zu suchen. Aber wie es der Zufall will, hat es eine nicht ganz unbekannte TV-Schönheit auf ihn abgesehen. Ja, der ist schon süß. Da werde ich rot. Die Tara kenne ich ja schon von einem Shooting und sie ist eigentlich ein ganz nettes Mädel, ja, optisch, weil sie natürlich auch mein Typ, ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Ja, es sieht gut aus, er kann singen. Aber die hat das ja so viel Interesse bekundet, oder? Beim Strache, bei alle. Heißt das, er nimmt Taras Avancen nicht ganz ernst? Das habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, es ist komisch, also sie hat ja bekundet das ja öfter. Sei es drum, da gibt's ja auch noch seine schöne Tanzpartnerin Maria Sandner. Naja, grundsätzlich finde ich es eigentlich ganz gut. Sie haben ja gefragt, was für Tanzpartnerin ich haben möchte. Ich habe gesagt, ist mir egal, Hauptsache Single. Nein, aber das ist nicht mein Schwerpunkt. Ich möchte wirklich versuchen, da auch weit zu kommen. Sie ist ein sehr ehrgeiziges Mädel, bringt mir sehr viel bei und ist natürlich auch sehr hübsch. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen, aber der Schwerpunkt liegt wirklich am Tanzen. Ich möchte dort eben so weit wie möglich kommen und mich nur auf das Tanzen konzentrieren. Man wird sehen, es wäre schließlich nicht das erste Tanzpaar, das auch zum Liebespaar wird. Bleibt nur noch eine Frage offen, was hat er sich nur bei seiner Frisur gedacht? Es ist irgendwie, hat der Friseur da ein bisschen was verhaut in Köln, ich bin noch ganz kurz vor der Show, bin ich hingegangen, aber es ist, ja, ich muss nochmal anrufen und fragen, wenn er fertig macht. Nein, so ganz zufrieden bin ich nicht, aber zum Glück wachsen heuer noch.